Ja, hallo. Ich habe schon fast Lust zu flüstern. So schön ruhig ist es. Und es, man soll es nicht glauben, aber in ein paar Tagen ist Frühlingsanfang. Und jetzt ist der Schnee doch noch gekommen. Spät dieses Jahr, aber umso schöner ist er jetzt. Wir haben es richtig kalt, wir haben minus 5. Wir haben relativ viel Schnee. Und deshalb geht es jetzt raus und lass uns irgendwas draußen machen und die Schönheit der Natur genießen. Also, wenn ihr Lust habt, dann bleibt dabei und wir sehen uns. Boah, kann man sich was Schöneres vorstellen, als bei so einem tollen Winter Sonnenwetter einfach rauszugehen in den Wald und irgendwas zu werkeln. Ne? Also wir nennen es ja Bushcraft, aber ist ja auch ein modernes Wort. Einfach rausgehen, was machen, das ist total beruhigend. Man ist in Kontakt mit den Elementen, man kriegt auch mal kalte Finger, aber es geht darum, ja, zu sich selbst zu finden und ja, vielleicht auch seine Survival-Fähigkeiten zu testen oder zu üben oder was Neues zu entdecken, wie ihr heute hoffentlich vielleicht. Good old paracord. Jetzt kommt der fummelige Teil. Jetzt müsst ihr mit dem Paracord, der unten durch den Haken ist, wieder zurück. Durch diesen kleinen Stopper. So, was soll das Ganze jetzt? Ein Pothänger. Etwas für euren Topf über das Feuer zu hängen, vom Dreibein. Klar gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu machen, aber ihr könnt die hier mal ausprobieren. Das ist schnell, ihr könnt schnell anpassen, wie tief oder wie hoch der Pott hängen soll. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Pott übers Feuer, oben kleiner Knoten und wenn ich will, kann ich das ganze Ding einfach hochziehen. Kleiner Knoten zum Fixieren, hängt davon ab, wie schwer euer Topf ist, aber hier bei dem bisschen Wasser hält die Reibung in meinem Stopper hier hält das gut aus. Ich find's cool. Wenn ihr Schnee schmelzen wollt, dann packt den Topf nicht voll Schnee und hängt ihn dann übers Feuer, sondern holt erstmal ein ganz klein bisschen Schnee, schmilzt den, dass es schon flüssig ist, also Wasser, und dann macht ihr Schneekugeln, presst die zusammen, weil ihr wisst, in Schnee ist ganz viel Luft, und schmeißt die dann in die kleine Menge Wasser. So geht das viel schneller und ihr habt
ein effizienteres Schmelzen vom Schnee. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch motiviert, rauszugehen in die Winterlandschaft. Wenn ihr mehr wollt, mehr auf diesem Kanal oder natürlich bei wildnistraining.de live in unserem Camp. Würde mich freuen für einen Daumen hoch, ein Abo oder am besten noch einen Besuch bei uns. Also, viel Spaß euch, geht raus und habt Spaß. Euer Pascal von wildnistraining.de. Mir fällt auf, mein weißer Bart passt perfekt zur Landschaft.